The Shadow and the Blade, das neue DLC für Total War Warhammer 2, steht pünktlich zur Adventszeit in den Startlöchern und hat wieder einige neue Geschenke im Gepäck. Passend zur besinnlichen Jahreszeit bringt die Erweiterung zwei der kaltblütigsten Mörder des Warhammer-Universums ins Spiel: Marlos Düsterklinge, Träger des unbezwingbaren Warp-Schwerts des Kane, für Dunkelelfen und den obersten Assassinen des Eshin-Clans, Meisterassassine Snitch für die Skaven. Da ein oder besser zwei Unglücke für die Königreiche der Menschen aber selten alleine kommen, bringt das DLC neben den zwei neuen legendären Lords auch neue Generäle, Helden und Einheiten. Diese möchten wir euch in diesem Video kurz vorstellen und erläutern, welche Position sie in den Rostern ihrer jeweiligen Fraktion einnehmen werden. Eigentlich ist ja Dero unser Total War Spezialist, da der aber in London die Audiospur nicht in gewohnter Qualität einsprechen kann, vertrete ich ihn heute. Wir haben uns euer Feedback vom letzten Mal zu Herzen genommen und werden versuchen, dieses Video so kurz und knackig zu halten wie möglich. Kommen wir also ohne weitere Vorrede zu den neuen Einheiten der Dunkelelfen. Marlos Düsterklinge ist ein exzellenter Nahkämpfer und Duellant mit guten Werten in allen Bereichen. Er kann sowohl austeilen wie auch einstecken, dank guter Nahkampfabwehr und passabler Rüstung. Er verfügt außerdem über zwei neue Fertigkeiten, die ihm bei Benutzung Schaden zufügen, dafür aber seine Kampffertigkeiten steigern bzw. Gegner im Umkreis schwächen. Marlos wäre aber natürlich nicht komplett ohne seine gespaltene Persönlichkeit. Auf Knopfdruck transformiert er sich in Z'ar-Khan, einen Dämonen des Slaanesh. Damit werden nicht nur seine Hitpoints vollständig wieder aufgefüllt, Marlos bekommt auch Statboosts und neue Fertigkeiten. Dafür nimmt er nach der Transformation aber kontinuierlich Schaden. Dieser Effekt lässt sich jedoch durch sein legendäres Item, das Warp-Schwert des Kane, und seine Fertigkeit Seelenernter ausgleichen. Marlos kann optional auf seiner persönlichen Kampfechse Arkzahn reiten, die in der Vergangenheit schon einigen seiner Feinde nicht nur ein Ohr abgekaut hat. Mit dem Hohen Bestienmeister bekommen die Dunkelelfen eine kostengünstige neue Generalseinheit. Mit seinen Peitschenhieben kann er den Schaden- und Angriffsbonus einer verbündeten Einheit kurzzeitig drastisch erhöhen und ist daher der ideale Einführer für eine monsterlastige Armee. Der Bestienmeister ist aber nicht nur gut darin, die eigenen Monster zu kontrollieren. Dank gutem Nahkampfangriff, einem Bonus gegen große Feinde und hohem Waffenschaden, der durch eine seiner Fähigkeiten sogar noch weiter gesteigert werden kann, ist er auch gegen gegnerische Bestien bestens gerüstet. Allerdings ist er wegen seiner schwachen Defensivwerte eher Glaskanone als Tank und sollte daher nicht ohne Unterstützung kämpfen. Der Hohe Bestienmeister kann statt zu Fuß auch auf einem der neuen Geißelkufen Streitwagen oder einem Manticore in die Schlacht ziehen. Auf dem Streitwagen wird sein Bonus gegen große Feinde jedoch durch zusätzlichen Schaden gegen Infanterie ersetzt. Der Meister ist ähnlich wie der Bestienmeister auf die Vernichtung großer Feinde spezialisiert. Im Gegensatz zu diesem verfügt er aber über gute Verteidigungswerte und ein Silberschild. Dank seiner Hellebarde richtet er rüstungsdurchdringenden Schaden mit einem Bonus gegen große Feinde an, deren Angriffsboni er außerdem negieren kann. Durch seine Fähigkeit Beschützer des Königs kann er zudem die physische Resistenz eines verbündeten Generals oder Helden erhöhen, was ihn zu einem brauchbaren Bodyguard macht. Der niedrige Ansturmbonus und die geringe Mobilität des Meisters können durch eine seiner vier Mount-Optionen kompensiert werden. Insbesondere der schwarze Pegasus bietet interessante taktische Optionen, da der Meister auf seinem Rücken zu einem fliegenden, hochmobilen Monsterkiller wird. Die erste neue Standardeinheit für die Dunkelelfen sind die bereits erwähnten Geißelkufen-Streitwagen. Anders als die Echsenstreitwagen werden sie nicht von Kampfechsen, sondern von Pferden gezogen, von deren Zahngesundheit man sich offensichtlich bestens überzeugen kann. Durch ihre hohe Geschwindigkeit, rüstungsdurchdringenden Geschosse und schlechte Nahkampfabwehr erinnern sie an die Kriegswagen des Imperiums und sollten daher ähnlich vorsichtig gespielt werden. Ein Charge in die falsche Einheit könnte sonst leicht das Ende für diese schnellen Einräder bedeuten. Dank ihrem beträchtlichen Bonus gegen große Feinde sollten die Geißelkufen stattdessen dazu eingesetzt werden, die Monster des Gegners aus der Distanz unter Beschuss zu nehmen. Die Verheerer von Rakath, eine Regiment of Renown-Version der Geißelkufen-Streitwagen, verfügen über Giftattacken und die passive Fähigkeit Stachelnetz, die die Geschwindigkeit und Geschossresistenz feindlicher Einheiten im Umkreis reduziert und es den Verheerern so erlaubt, sich brenzligen Situationen leichter zu entziehen und dabei noch mehr Schaden auszuteilen. Mit den Krähen des Kane erhalten die Harpien nun auch endlich ein Regiment of Renown. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Geflügel verursachen die Krähen des Kane Angst und füllen ihre Trefferpunkte auf, solange sie sich im Nahkampf befinden. Damit erfüllen sie dieselbe Aufgabe wie ihre Schwestern, haben aber etwas mehr Durchhaltevermögen. Das Highlight des DLCs für die Dunkelelfen sind die neuen Blutqualmedusen. Einst waren sie Elfenzauberinnen, die danach strebten, mit Hilfe ihrer Magie und Blutritualen selbst die Götter an Schönheit zu übertreffen. Durch ihr Treiben erregten sie jedoch den Zorn der überaus eitlen Göttin Athati, die ihnen zur Strafe ihre Schönheit nahm und sie in gepeinigte Schlangenwesen verwandelte, die nur noch über einen Bruchteil ihres früheren Bewusstseins verfügten. Gerade genug, um sich schmerzerfüllt an ihre verlorene Schönheit erinnern zu können.
Im Kampf ist die Blutqual-Medusa eine furchteinflößende Waffe gegen Infanterie, die mit ihren Blicken tötet. Ihre magischen Fernkampfangriffe sind rüstungsdurchdringend und explosiv, die Reichweite ist allerdings geringer als bei den meisten Bogenschützen. Ihre Rolle lässt sich am ehesten mit der der uralten Salamander der Echsenmenschen vergleichen. Allerdings sind die Medusen praktisch nicht gepanzert und deutlich langsamer als die Salamander. Daher können sie zur leichten Beute gegnerischer Kavallerie werden und sind durch ihre fehlenden Geschossresistenzen zudem anfällig gegen Fernkämpfer. Es empfiehlt sich von daher, die Blutqual-Medusen nicht ohne Unterstützung einzusetzen und sie so weit wie möglich aus Nahkämpfen herauszuhalten. Haben sie ihre Munition jedoch verschossen, können die Medusen mit ihren monströsen Speeren durchaus passablen Schaden verursachen, solange man sie am Leben halten kann. Die Sirene des Roten Ruins ist die Regiment of Renown-Version der Blutqual-Medusa. Ihr Name und unstillbarer Zorn erinnern nicht nur an ein regelmäßiges Ereignis im Leben jeder Frau, sie erhält mit den Klagen der Niedertracht auch eine neue Fähigkeit, die Feinden in ihrer Umgebung Schaden zufügt. Hauptsächlich rechtfertigt sich ihr höherer Preis aber wegen ihres durch den Einheitenrang verbesserten Geschossschadens. Sträubt sich eine Medusa dagegen, in die Schlacht zu ziehen, so wird sie von Morathis Dienern prompt an einen Blutqualschrein gekettet und auf diesem magischen Streitwagen an die vorderste Front gefahren. Im Spiel behält die auf dem Schrein fahrende Medusa ihren starken Fernangriff, verfügt aber über mehr Munition und kann ihn selbst dann noch nutzen, wenn sich der Schrein im Nahkampf befindet. Zwar halbiert der Schrein die Waffenstärke der Medusa, aber steigert dafür ihre Defensivfähigkeiten durch mehr Rüstung, weitere Lebenspunkte sowie Resistenzen gegen Geschosse und Magie beträchtlich. Außerdem kann der Schrein während der Fahrt feuern und verbreitet die Auren der Agonie und Tugend, welche feindliche Einheiten im Umkreis leicht schwächen und verbündete Einheiten stärken, solange sich der Blutqualschrein im Nahkampf befindet. Damit sind wir am Ende der Vorstellung der neuen Dunkelelfen-Einheiten angelangt und kommen nun zu den Assassinen des Clan Eshin. Die Gesellschaftsordnung der Skaven ist brutal und rücksichtslos. Sie ist geprägt von den Macht- und Ränkespielen der Skaven-Clans und nicht selten werden Probleme durch einen vergifteten Dolch in den Rücken gelöst. Daher herrscht ein konstanter Bedarf an fähigen Auftragsmördern. Clan Eshin hat sich auf die diskrete Beseitigung der Feinde des Rates der 13 spezialisiert. Die Skaven von Clan Eshin studieren intensiv die Künste der Heimlichkeit, Verstohlenheit und des lautlosen Tötens, die sie möglicherweise menschlichen Berufsmördern ihrer Heimat Cathay im fernen Osten der Warhammer-Welt abgeschaut haben. Der tödlichste dieser Meuchelmörder ist Meisterassassine Sneakic, die rechte Pfote von Nachtherrscher Sneak, dem obersten Anführer des Clan Eshin. Auch im Spiel machen seine Statuswerte Sneakic zu einem waschechten Ninja. Er verfügt über die Attribute Vorhutaufstellung und Schleichen, sowie hohe Mobilität und Verhüllungsbomben, die ihn praktisch unsichtbar machen, solange er stillsteht. Der Schaden seiner drei Tränenklingen ist rüstungsdurchdringend und rüstungsbrechend und erhöht sich weiter, je mehr Lebenspunkte sein Ziel bereits verloren hat. Sneakic hat außerdem einen der höchsten Nahkampfangriffswerte überhaupt und seine Spezialfertigkeit Siegel des Meisterassassinen kann einen gegnerischen Kommandanten oder Helden für 7 Sekunden unbeweglich machen. Sneakic ist jedoch durch seine schwachen Defensivwerte sehr zerbrechlich, was auch von seiner 30%igen physischen Resistenz nicht ausgeglichen werden kann. Daher überlebt er ohne konstante Aufsicht nicht länger als ein Stück Kuchen in Deros Kühlschrank. Der meisterhafte Assassine tauscht einen Teil von Sneakic Nahkampffähigkeiten gegen vergiftete Wurfsterne, die er aus der Bewegung heraus abfeuern kann. Sein Fernangriff hat eine passable Reichweite und einen Bonus gegen Infanterie, allerdings keinen rüstungsdurchdringenden Schaden und sollte daher hauptsächlich gegen schwach gepanzerte Infanterie oder Charaktere eingesetzt werden. Im Nahkampf ist der meisterhafte Assassine Sneakic in Spielweise und Statuswerten recht ähnlich und daher ebenfalls sehr effektiv im Ausschalten gegnerischer Kommandanten und Helden. Er verfügt über ein Item, das für 30 Sekunden den Nahkampfangriff von Feinden im Umkreis um 40 Punkte reduziert und eine Fähigkeit, die feindliche Kommandanten oder Helden deutlich verlangsamt und sie anfälliger für Nah- und Fernkampfschaden machen kann. Mit dem Eshin-Zauberer erhalten die Skaven einen Magier, der die neue Lehre der Tarnung beherrscht. Seine Kampfwerte sind wie bei den meisten Magiern eher schlecht, er verfügt aber, wie alle Eshin-Einheiten, über Vorhutaufstellung und Schleichen, sowie Verhüllungsbomben, um sich aus brenzligen Situationen retten zu können. Die Lehre der Tarnung bietet eine ausgeglichene Mischung aus Buffs, Debuffs und Damage-Skills. Hier sind alle 6 neuen Zauber, wer sich die Details ansehen möchte, könnte jetzt das Video pausieren. Warp-Bohrer sind ein neues Nahkampfwaffenteam. Sie verfügen über guten, rüstungsdurchdringenden Schaden, der magisch ist und daher physische Resistenzen ignoriert. Da ihre anderen Statuswerte aber eher schlecht sind, liegt der Wert der Warp-Bohrer eher in ihren Fähigkeiten. Sie können gegnerische Wälle beschädigen und Feinde um sich herum für eine Zeit unbeweglich machen.
Ihre zweite aktive Fähigkeit, Warpbeben, fügt Einheiten Schaden zu und reduziert ihre Geschwindigkeit. Warpbohrer sind somit bestens geeignet, das Vorrücken gegnerischer Einheiten zu verzögern, um verbündeten Fernkampfeinheiten bessere Schusswinkel und mehr Zeit zu erkaufen. Die Eschin-Triaden sind auf den Kampf gegen Monster spezialisiert. Ihre Guandaos verursachen wie alle Tränenklingen rüstungsdurchdringenden Schaden und reduzieren zudem für 35 Sekunden den Rüstungswert ihrer Gegner um 50%. Zusätzlich erhalten sie noch einen Bonus gegen große Feinde, deren Ansturm sie auch abwehren können. Die Triaden spielen sich in ihrer Rolle als Monstertöter unkonventionell, da es ihnen wie allen Eschin-Einheiten an Rüstung, Nahkampfabwehr und Lebenspunkten mangelt. Zum Ausgleich verfügen sie über die altbekannten Attribute Schleichen und Vorhutaufstellung sowie Verhüllungsbomben, gute Mobilität und eine physische Resistenz von 30%. Damit sind sie nicht die ideale Wahl zum Halten einer Frontlinie, können aber dank ihres rüstungsbrechenden Effekts verbündeten Einheiten helfen, stark gepanzerte Monster, Kriegsmaschinen und Infanterie zu beseitigen. Ikshas-Triaden, das legendäre Regiment der Eschin-Triaden, erhalten die Fähigkeit Doppelgang, die es ihnen ermöglicht, eine für den Gegner nicht von der eigentlichen Einheit zu unterscheidende Kopie ihrer selbst auf dem Schlachtfeld zu erzeugen. Diese Kopie verursacht keinen Schaden und hält für 60 Sekunden an. Da für den Gegner aber die echte Einheit und Illusion nicht zu unterscheiden sind, bis er sie im Nahkampf angreift, haben Ikshas-Triaden häufig das Überraschungsmoment auf ihrer Seite, wenn sie aus einer völlig unerwarteten Richtung auftauchen. Mit Visk-Trins Todeskommando bekommen auch die Todesläufer ein Regiment of Renown. Das Todeskommando erhält Statboosts in Form einer passiven Fähigkeit, die ihre Nahkampfabwehr, physische Resistenz und Geschwindigkeit erhöht, solange die Einheit nicht wankt oder gebrochen ist. Dadurch werden die Todesläufer zwar nicht gerade zum undurchdringlichen Bollwerk, können ihren Schaden im Nahkampf aber länger an den Mann, Ork, Zwerg oder was es sonst so zu meucheln gilt, bringen. Die letzte und unserer Meinung nach interessanteste neue Einheit der Skaven ist der Giftwindmörser. Dieses Waffenteam verschießt ähnlich wie die Giftwindkrieger Giftwindkugeln. Tja, wer hätte das ahnen können? Sie verfügen dabei aber über dreifache Reichweite und die Geschosse fliegen mit einer für Mörser typischen, angenehm steilen Flugbahn. Somit können sie auch über Hindernisse oder verbündete Einheiten hinweg ihren Schaden anrichten. Die Giftwindkugeln enthalten konzentriertes Warpsteingas, das rüstungsdurchdringend ist und Schaden über Zeit anrichtet. Geschossresistenz bietet keinen Schutz gegen das Gas, da der Angriff der Giftwindmörser als magisch gilt. Ihr bevorzugtes Ziel sind große Einheiten sowie gut gepanzerte Generäle und Helden. Der Lawinenmörser verschießt statt der Giftwindkugeln Todeswindmunition, die explodiert, anstatt Schaden über Zeit zu verursachen. Sie sind damit gut geeignet, dichte Formationen von Infanterie auszuschalten und können dank ihres hohen rüstungsdurchdringenden Schadens selbst Elite-Formationen wie den Auserkorenen des Chaos gefährlich werden. Mit ihren neuen Giftgasmörsern haben die Skaven endlich alle benötigten Zutaten beisammen, um die Schlacht um Verdun originalgetreu in der Warhammer-Welt nachempfinden und ihren Feinden ein waschechtes Grabentrauma verpassen zu können. Und damit sind wir schon am Ende dieses Einheitenvorstellungsvideos zum neuen Total War Warhammer 2 DLCs The Shadow and the Blade. Mal sehen, wie die neuen Einheiten das Spiel verändern und wie sie bei den Spielern ankommen. Unserer Meinung nach sind auf jeden Fall einige spannende neue Units dabei. Wir haben uns bemüht, das Video etwas kurzweiliger und grafisch ansprechender zu gestalten. Über euer Feedback dazu wären wir wie immer dankbar. Man sieht und hört sich auf jeden Fall in zukünftigen Videos, vielleicht zu diesem oder auch anderen Projekten. Bis dahin, macht's gut und auf Wiedersehen.